ein Video zwischen 15 Minuten ohne Schnitt und alles andere, was wir hier gemacht haben. Und zwar jetzt heute ein Die Kamera hat eine Macke. Also irgendwas zwischen 15 Minuten ohne Schnitt oder ganz egal, wir machen jetzt einfach mal ein Video. Und das Video ist heute mal ganz besonders, weil, das habe ich mit einem Verwandten von ihm schon mal gemacht. Und das hat gut funktioniert. Und ich habe gefragt, ob ich das noch machen kann und noch mehr erklären kann. Deswegen tauschen wir die Rollen. Und zwar ist Max mein Neffe, ist sogar mein Patenkind, habe ich glaube ich schon mal erzählt. Ja. Und den werden wir heute mal mit der Führung eines Treckers vertraut machen und ganz grob mal so erklären, wie so ein Fan funktioniert. Und das Ganze mit dem Trio, mit dem Grupper. Hol den Trecker. Ja, der orange Schlüssel, das sind übrigens gechippte Schlüssel. Irgendwann haben wir gemerkt, dass wenn man für Trecker, die jenseits 100.000 Euro kosten, immer die gleichen Schlüssel verwendet, macht gar keinen Sinn, weil man könnte sie sehr simpel klauen. Und deswegen zeig mal, der Schlüssel ist diese orange. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie gechippt sind. Der Schlepper springt an, wenn man ihn normal nutzen würde, aber geht sofort wieder aus. Man kann einfach nicht mitfahren. Oh, ich saß lange nicht mehr auf dem Trecker drauf. Nee, wirklich nicht mehr, ne? Bist du jemals Trecker gefahren? Ich glaube ein oder zweimal nur. Ehrlich? Mehr nicht. Zum Starten müssen wir immer die Kupplung treten. Okay, was ist die Kupplung? Also ihr merkt, Max ist richtig schwer erfahren. Eigentlich bin ich meiner Rolle nicht gerecht geworden als guter Patenonkel und habe ihm noch nicht wirklich erklärt, wie Treckerfahren funktioniert. Ne? Ja. Also die Kupplung brauchte man früher, um die Gänge zu wechseln, aber dieser Schlepper hat keine Gänge mehr. Das ist die Kupplung. In der Mitte das Pedal ist fürs Lenkrad. Ums ran, das? Genau, um es ranzuziehen. Die beiden zusammengeschlossenen Pedale sind Bremse. Unternehmen ist ganz wichtig für euch Gas. Okay, jetzt musst du die Kupplung einmal richtig durchtreten. Und dann musst du den Schlepper starten. Hört sich schon mal gut an. Okay, so die ganze Fahrpraxis. Fahr mal raus. Ach, du hast noch gar nicht ihn. Er besteht darin, dass wir hier vorwärts, rückwärts fahren können. An diesem Hebel. An diesem. Da, der Hebel. Was ist vorwärts? Ja, rate mal. Ich wette, rückwärts ist runter. Richtig, genau. Okay, siehst du da an dem blinkenden Rückwärtspfeil? Genau, das ist rückwärts geht. Ich habe die Handbremse für dich schon mal gelöst an meinem Knie. Aha. Und dann lass mal langsam. Ob das eine gute Idee ist? Rückwärts rollen, ja klar. Natürlich mit Liebe und Verstand. Und so ein bisschen umgucken wäre auch cool, weil das wird gleich eng. Ja, deswegen will ich das ja nicht machen. Pass auf, ich lenke ein bisschen. Da unten ist noch was. Da sind Gaskanonen, ja genau. Okay, langsamer. Genau. Ja. Jetzt bin ich auf die Idee gekommen, dich zuerst fahren zu lassen, obwohl wir raus müssen. Ich weiß es nicht. Okay, das war knapp geworden. Und jetzt zurück. Maximale Fahrpraxis hier. Das ist aber auch eng. Warum lässt du mich dann fahren? Zugegebenermaßen war es jetzt von mir maximal dämlich, Max sofort in dieser Situation selber fahren zu lassen. Nicht, weil ich mir das nicht zutraue, sondern weil es einfach als unerfahrener Mensch doch schwierig ist. Aha. Es war halt eng. Also, ihr seht da hinten, oder du siehst da hinten, diesen Grupper, dieses blaue Maschinchen. Da komme ich doch niemals hin. Und du hast da unten so zwei Haken. Ja? Die müssen dann rein. Okay. Gib dir Mühe. Okay, das ist wirklich arschig von mir, dem Max einfach. So was von das kalte Wasser zu schmeißen. Aber so lernt man's. Okay, wenn du das jetzt schaffst, fällt dein Geburtstagsgeschenk größer aus. Ja. Die Haken müssen hier rein. Also auf Anhieb schaffst du mal natürlich, ne? Warte mal. Nee. Super, Max. Zufrieden mit deiner Arbeit? Ja, natürlich. Reingefahren ist er jetzt. Und jetzt müssen wir noch den Oberlenker anhängen. Unterlenker sind dran. Wir brauchen ja eine 3-Punkt-Aufhängung. Nennt sich das übrigens. Weißt du, warum es 3-Punkt heißt? 1, 2, 3 Punkte. Ah, hervorragend. Kannst du mal da aufs Plus drücken? Nochmal? Ja, fährst du einmal gedrückt halt. Okay, wieder kurz aufs Plus. Zack, genau. So, jetzt kannst du auf Hoch drücken. Das ist das Blaue und der Pfeil nach oben. Also die liegt jetzt bloß in den Taschen unten drin, die Kugel, ne? Und das Ding verriegelt diese Tasche. Das muss man ein bisschen hochziehen und dann fällt das so rein. Das hier? Genau. Ganz bisschen annehmen einfach. An dem. Ah. Ja, das ist auch drin. Bis jetzt ist es verriegelt. Ja. Extrem wichtig. Ist vielleicht dem manch einen schon mal passiert, dass die nicht eingehängt war. Und dann ist man auf dem Acker und auf einmal schlunzt die Maschine so auf 7:30 hinterher. Nicht gut. Okay, Maschine ist angehangen. Du gehst auf den Schlepper und dann geht's weiter. Dann hast du jetzt rechts dieses blaue Ding, genau. Und dahinter ist so eine Wippe. Die machst du einmal nach oben, genau. Genau. Muss ich die gleich wieder runterdrücken? Die machst du gleich wieder runter, wenn wir auf dem Feld sind. Jetzt kannst du vorwärts zum Feld fahren. Und jetzt hast du ein Gerät hinter,
was ausschwenkt. Das heißt? Oh Gott. Beim Kurvenfahren musst du aufpassen, sonst säbelst du hier die Steine oder sowas weg. Ja. Dann fährst du mal geradeaus und dann kannst du da in Ruhe fahren. Der Vorteil ist, dass wir nur Fendt haben. Wenn du einen kannst, kannst du alle fahren. Das ist voll simpel. Oh, genau. Das ist noch ganz, ganz anders als Fahrrad. Als Auto zu fahren, meine ich. Als Radfahren ist es, glaube ich, schon anders. Ja, das ist anders? Okay, du kannst tendenziell ein bisschen links hin, ganz langsam, ja, weil die Maschine hinten jetzt schon fast in der Ecke hängt. Ja. Okay, passt. Jetzt ist einfach ein ganz anderes Fahren. Ob man jetzt einen Schlepper fährt oder ein Auto. Alleine von der Gewichtsverteilung und so. Aber Auto kennst du ja auch nicht so wirklich, ne? Nee. Verdammt, da war was. Also es ist ja so, auf so einer Einfahrt darf jemand ohne Führerschein theoretisch auch nicht fahren, weil sie für alle offen ist. Jeder kann da drauf fahren. Jetzt war ich aber dabei und habe diese ganze Geschichte überwacht. Und deswegen denke ich, ist es okay. Aber ansonsten wird es schwierig mit einfach so mal eben durch die Gegend fahren. Okay, jetzt sind wir auf dem Feld. Jetzt muss Max wieder mitkommen. Wo ist er? How are you? Nee, where are you? Nicht how are you? Jetzt darfst du zum ersten Mal Gas geben hier. Gas geben? Gas geben. Wo war die Handbremse? Nee. Nee, Handbremse ist nicht mehr drin. Genau. Sobald du aufstehst, ist ein Sitzkontaktschalter. Ja. Also, sobald du aufstehst, ist halt der die Fahrstufe wieder auf Null, auf Neutral gesetzt. Das ist übrigens ein Fendt Vario 718 SCR aus dem Baujahr, weiß ich gar nicht. Wann sind denn gebaut worden? Ah, 1979? 1979, ja genau. So alt ist der schon? Nein, Quatsch, nee. Ja, diese Warnwaage kostet übrigens 160 Euro, die habe ich letztes Mal bezahlt. Jetzt müssen wir erstmal die Handarbeit machen. Und zwar müssen wir eben hier diese Randscheibe rausdrehen. So, ganz. Oh, man wird einer mal richtig viel Kraft das Ding angedreht. Okay. So stark finde ich jetzt auch. Nee, das war für einen Schüler auch einfach zu viel, glaube ich. Jetzt haben wir die Maschine eingestellt. Ah, nee, fast. Wir müssen gleich noch wieder runter, aber ist egal. Zeige ich dir gleich. Weil der Max lernt nicht nur Fahrrad. Der Max lernt nicht nur Auto. Der Max lernt nicht nur Strecker fahren, sondern er lernt jetzt auch den Gruber richtig einzustellen. Der Gruber ist eigentlich die einfachste Arbeitsmaschine, die es gibt. Da ist es erstmal nur wichtig, dass der ganz waagerecht durch den Boden geht. Das können wir mal gleich verstellen von außen. Okay, jetzt muss ich den Schlepper vorbereiten. Grundsätzlich fährt ein Schlepper nur von der Hinterachse angetrieben. Wir wollen aber Allrad haben. Das war doch irgendwo hier. Such mal Knopf, wo du von denkst, ja, perfekt. Nee. Ja, der ist richtig, der? Genau, der ist Allrad. Genau. Der daneben mit dem A, das ist automatisches Allrad, das geht raus. Ab einer gewissen Geschwindigkeit oder ab einem gewissen Lenkeinschlag geht es raus, weil sonst die Räder zu viel verschleißen würden. Okay, und da wir jetzt auf dem Acker sind, muss man beim Fendt die erste Stufe einlegen, nicht die zweite. Genau, Liefereinnahme auch. Genau, jetzt ist das Getriebe anders übersetzt und wir haben nicht mehr so viel. Also eine effizientere Arbeit vom Getriebe, weil es hydraulisch ist. Jetzt schaust du mir kurz zu, ja, und tust so, als ob du vollkommen interessiert und das auch verstehst. Wir haben ein leistungsverzweigtes Getriebe, das wird zum Teil mechanisch angetrieben und auch hydraulisch. Und wenn du jetzt auf Stufe 1 schaltest, dann ist der Anteil an mechanischer Antriebsenergie größer als in der Stufe 2. Und die mechanische Antriebsenergie, die ist viel effizienter als die hydraulische. Okay. Jetzt kannst du hier auf Go and End. Nochmal End. Oh, End. Drück nochmal End. Okay, warum macht er jetzt kein End? So, machen wir jetzt End. Ah, der Joystick war nicht aktiviert. Jetzt ist der Joystick aktiviert und jetzt kannst du auf Glow auch wieder runter. Haben wir das schon mal gemacht. So, der Gruber soll maximal tief durch den Boden führen. Die Begrenzung der Tiefe erfolgt über die Walze hinten am Gruber. Wir können ihn aber auch hier drüber begrenzen. Sprich, er würde jetzt nur bis zu einem bestimmten Punkt runter sein. Jetzt geht er nicht mehr tiefer. Jetzt, wenn du jetzt auf End machst, geht er hoch. Und wenn du jetzt mal sagst, du begrenzt ihn hier in der Senktiefe, dann bleibt er jetzt einfach hängen. Hast du gemerkt? Und wenn du jetzt das Rad runterdrehst bis unten? So? Genau, dann sackt er hinten runter. Und jetzt drehen wir es bis ganz unten auf den Boden. Genau. Das hast du auch gemerkt, der Trecker hat nur diesen kleinen Wipper gemacht. Gut. Und jetzt können wir losdüsen. Vorwärts sollten wir fahren? Ich sollte erst vorwärts mal einlegen. Richtig, deswegen sage ich so. Genau, und jetzt ein bisschen nach rechts hin, ziemlich nah an die Straße ran. Noch weiter an die Straße ran. So weit, noch weiter. Gut, und stopp. Jetzt schauen wir mal, ob der Gruber auch richtig arbeitet. Weil ich habe ja gerade was gesagt. Was ist wichtig bei der Arbeit mit dem Gruber? Was muss man einstellen?
Weiß ich nicht. Die Tiefe hinten, oder? Die Tiefe haben wir eingestellt, genau. Die begrenzt sich ja über die Waldseen, ne? Ja. Wir sind sowieso jetzt maximal tief unterwegs, weil ich wollte den Boden einmal richtig tief lockern. Mhm. Also da sind wir im maximalen Loch. Das können wir jetzt quasi, wenn wir den hoch machen würden. Machen wir einmal hoch. Ja, genau. So, gut. Jetzt können wir den Bolzen auch hier reinstecken. Ja. Ne, dann wird er einfach gar nicht mehr so tief runter sacken. Verstanden? Mhm. Und jetzt habe ich sie nämlich selber versemmelt, ich Idiot. Jetzt musst du noch mal eben 3 Meter vorfahren, das kannst du aber alleine, ne? Ja. Und zwar habe ich es jetzt insofern versemmelt, dass zur richtigen Einstellung der Gruber ja im Boden sein muss. Und dadurch, dass wir ihn jetzt rausgehoben haben, hat er sich wieder ein bisschen... Hier sind nicht drin. So. Dankeschön, reicht schon! So, was können wir noch verstellen bei dem Gerät hier? Keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Ich weiß, deswegen sind wir ja hier. Das ist ja ein Anfängervideo für blutige Anfänger, die lernen möchten, wie man richtig Trecker fährt. Gruber einstellen, das ist das Einfachste, was es gibt. Im Normalzustand fährt man den Gruber immer waagerecht im Boden. Ja. Ist er waagerecht? Nee, oder? Nee. Was müsste passieren? Das muss noch tiefer. Genau. Also müssen wir den Oberlenker verkürzen. Das musst du jetzt machen. Puh. Aber du hast ja gerade schon beim Anhängen draufgedrückt. Ach so, das war das Vertauschte. Ja, genau, das war das Vertauschte. Perfekt. Gut. So oder? Ja, so ist schon gut. Und jetzt fährst du wieder weiter. Das sieht doch schon ordentlich aus. So sieht das Bild vom Spiegel. Darüber orientiert sich der Max gerade schon. Jetzt kannst du ein bisschen von ab. Weiter. Es ist ganz schwierig, wenn man da die Erfahrung nicht hat. Ich sag ja, Treckerfahren ist 20.000 Jahre Erfahrung. Auf diesem Streifen hier, da hat unser Dinkel und... Wer hat denn hier gestanden? Nein, die Sommergäste hat hier gestanden, genau. Da machen wir schon mal Saatbettbereitung, damit das Unkraut auch schon mal weggeht hier. Wir fahren jetzt 5 km/h. Wir fahren gleich, wenn wir ein bisschen Übung haben, fahren wir dann so circa 9 bis 11, also in diesem Bereich ein bisschen unterwegs. Also bis 11 km/h macht ihr eigentlich ein gutes Bild, der Gruber, oder ab 10 bis 11 macht ihr ein gutes Bild, Arbeitsbild. Und wenn man zu schnell wird, dann ist der Verschleiß zu hoch. Ich hatte das ja mit Ben schon mal gemacht. Aber Ben hatte den Luxus, dass er GPS hatte. Voll unfair. Hä? Voll unfair. Ja, kann ich jetzt da auf die Grasfläche fahren? Du fährst einfach ganz vorsichtig auf die Grasfläche drauf, genau. Ich darf nur aufpassen, dass ich da nicht rüber, oder? Genau. So, und jetzt fährst du einfach rückwärts, nicht in die Hütte. Ja. Aber ganz nah an die schon bearbeitete Fläche ran. So? Ja, so passt perfekt. Dann kannst du wieder vorwärts schalten. Wieder runter? Und wieder runter. Und dann kannst du jetzt mal so auf 10 km/h fahren. Also das ist ganz wichtig, dass man das Fahren ohne GPS lernt, weil das verdirbt sonst den Charakter. Ist halt, wenn man das noch nie gemacht hat, ist es halt alles neu und alles schwierig. Aber jetzt weißt du ungefähr, wo du dich orientieren musst, ne? Ja. Und die letzten 100 Meter sind auch gerade geworden. Aber jetzt erzähl mir noch mal, warum du noch nie Trecker gefahren bist. Wer läuft denn da falsch? Keine Ahnung. Du bist doch mein Enkel, du bist doch mein Neffe. Ja, du hast mich nie gefragt, du hast mir nie beigebracht. Ja, du hast mich auch nie gefragt. Jetzt könntest du mal eben auf das rote X auf dem Display gehen. Die Sonne ist so scharf heute. Genau, wir müssen den Tempomaten programmieren. Und zwar gehst du dafür auf dieses komische Zahnrad- und Motorkolben-Symbol. Das ist rechts das 4. von oben. Das? Genau. Und jetzt stellen wir oben auf C1, hast du 16 km/h stehen. Genau, jetzt stellen wir den runter auf 10 km/h. Du kannst an dem rechts hast du ein Rädchen. Da? Ja, genau. Also wo ich früher so alt war wie du, da gab es kein Tempomat, da gab es Handgas. Und da konnte man die Gänge einfach wählen und dann musste man den Hebel Handgas nach vorne schieben und dann fuhr der Trecker auf einer Geschwindigkeit. Aber das Fahren an sich ist ja nicht schwierig, ne? Nö. Das Fahrprinzip ist schnell verstanden. Dann fahr mal so richtig schön ein bisschen in die Richtung. Das ist so geradeaus und dann schlägst du gleich mal ganz scharf links ein. Genau. Mhm. Jetzt kannst du wieder sacken lassen. Jetzt müssen wir den Tempomaten erstmal scharf schalten. Hier oben ist C1 ausgewählt oder beziehungsweise eingestellt. Und hier wählst du ihn aus. Draufdrücken, genau. Jetzt ist es rot geworden. Ja. Jetzt kannst du gleich einfach vorwärts fahren, so wie gerade auch. Dann Drückst du den Hebel nach rechts hin, diesen hier. Nach rechts? Genau, nach rechts hin.
Einfach nach rechts drücken, dann aktiviert der Tempomat. Jetzt machen wir nach rechts den Hebel. Und jetzt merkst du, jetzt geht er. Jetzt fährt der Trecker los. Ja. Und jetzt musst du dich nur auf geradeaus fahren konzentrieren. Ja. Genau, jetzt war eine Drehzahl von 1500, 1600. Ja, muss schon ein bisschen was tun hierfür für die Arbeit. Weil, oh, wir haben den einen Seitenzuschieber nicht reingeschoben. Da sieht man einen kleinen Doppelhaufen. Ist egal, machen wir nachher. Also wir grubern relativ tief. Oh, und dafür muss er jetzt gerade ein bisschen was tun. Jetzt ist es auch einfach geradeaus zu fahren, oder Max? Ja. Ja, wusste ich. Ja, dann lass es gut. Fahr das einfach raus. Okay. Beim nächsten Mal die Bahn ganz gerade. Also den kannst du ja wieder nach hinten ziehen. Was? Nach hinten ziehen? Einfach nach hinten ziehen. Mach mal. Boah, genau. Dann ist der Tempomat raus. Du kannst aber auch einfach mit dem Pedal ein bisschen Gas geben, dann geht der auch raus. Aber wir fahren jetzt mal vorsichtig bis zum Ende der Strecke. So, Max fährt jetzt alleine. Ja, doch, passt. Kann ich schon runter machen oder gleich erst? Kannst du runter machen, ja. Bin extra weit zurückgefahren, dass wir sie ein bisschen kaputt kriegen, weißt du? So schnell bringt man das Treckerfahren die Menschen bei, die es vorher noch nie gemacht haben. Verrückt. Also eigentlich ist es ja so, dass man auf dem Land, so wie wir früher, wir sind, weil wir auf dem Hof groß geworden sind, also meine Kinder, die sind alle schon mal Schlepper gefahren. Oh, mit 8, 9 auf dem Feld. Natürlich mit uns zusammen. Aber das ist normal. Und ich glaube, wenn man nicht vom Land kommt, die Dinge einfach gar nicht hat, dann fährt man einfach keinen Schlepper. Also man sieht jetzt schon nach 1, 2, 3, 4, 5 Bahnen, dass Max seine Genauigkeit um 100% verändert hat, verbessert hat. Talent hast du, Max! Okay, hast du irgendwelche Fragen zum Schlepperfahren? Nö, nee, eigentlich nicht. Also machst du fertig? Ja. Ich geh jetzt auf die Couch. Wie? Natürlich nicht auf die Couch, ist auch gleich fertig hier. Ja. Du machst die Fläche fertig und dann stellst du Trecker leise weg. Neuer Mitarbeiter ist ausgebildet zum Grubbern. Jetzt zeige ich dir noch, wie man Schweine füttert und wie man dieses bekackte Büro fertig macht. Und dann kann ich endlich in Rente gehen, Max. Oh, oh, da lag Plastik. Was war Plastik? Da lag Plastik. Oh nein, das ist nicht gut. Bin, glaube ich, drüber gefahren. Oh, in diesem Sinne, da lag Plastik, nicht gut fürs Klima. Also, in diesem Sinne, ich würde sagen, wir hören jetzt hier auf. Der Max hat es schon 1A drauf. Es gibt weitere Videos, wie der Max Trecker fahren lernt und die einzelnen Maschineneinstellungen zu bewegen sind. Und wenn du die Geradeausfahrt perfektionierst, das war schon nicht schlecht, dann zeigen wir euch. Die Kurve ist da. Psst. Dann zeigen wir euch, wie man das GPS-System einsetzt, programmiert und sonstige Maschinen mal irgendwann einsetzt. Bis dahin, habt eine gute Zeit. Ja. Tschüss. Tschüss.